Der Wisitz Gracke ist im Urnerland als Sohn eines Landwirts aufgewachsen. Schon als Kind hilft er auf dem Betrieb, der Umgang mit grossen Maschinen ist ihm vertraut. Doch dann, mit 25, passiert es. Er ist mitten in der Ausbildung zum Betriebsleiter und Meisterlandwirt, wo er in eine lebensbedrohliche Situation kommt. Auf dieser Parzelle ist der Unfall passiert vor 18 Jahren. Es ist mit dieser Wallenpresse passiert. Das hat aber nicht mit der Maschine zu tun, sondern wirklich halt mit dem Fehler, den ich gemacht habe, dass ich die Maschine halt laufen lasse, wenn ich eine Störung behoben habe. Beim Abgehen bin ich eigentlich umgekehrt und ist der rechte Arm reingekommen. Beim für mich versucht loszureissen, ist halt der linke auch noch reingekommen und ist zum Glück der Vater zu suchen gekommen. Und dann habe ich gemerkt, er lebt. Aber am Oberlip hat er alles weg gehabt. Die Kleider sind vor. Und nachher hat er mich gemerkt, Daddy, bist du. Und dann sagt er abstellen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist klar. Ja, keinen Fehler machen. Und er hat mir genau gesagt, Willa Hebel, so musst du das machen. Und dann habe ich ihn befreien. Dann ist er eigentlich los geworden. Und runtergekommen. Und dann natürlich, ja, man hat alles gelernt. Das ist ja so schlimm. Wisitz Gracken ist bei vollem Bewusstsein. Trotz seiner schweren Verletzungen gelingt es ihm, seine Frau anzurufen. Erste Gedanken über die Zukunft macht er sich noch am Unfallort. Der Betrieb soll von Milch- auf Fleischwirtschaft umgestellt werden. Die Hoffnung, dass man das wieder reparieren kann, was mir da passiert ist, und dass der Arme kommt, der linke, dass der dritte kommt, dass das gut kommt. Dass ich mit der Angelika so vertreten, sie war daheim und war im fünften Monat schwanger. Das ist mir durch den Kopf gegangen. Und dann ist dann für mich eigentlich schon der Betrieb gekommen, wie es dann weitergeht. Und dass ich dann einem Vater gesagt habe, ich komme wieder heim und ich will weiterhin Landwirtschaft betreiben. Natürlich habe ich nicht gedacht, so. Aber wenn der Wille rum ist und die Zuversicht, also alles fällt im Kopf an. Für das braucht es nicht Hände. Heute hilft ihm sein ältester Sohn Thomas auf der Alp Visiten oberhalb des Urnerbodens. Thomas war anderthalb Jahre alt, als der Unfall passierte. Seine Frau Angelika gerade mit dem zweiten Kind schwanger. Am Anfang hast du das Gefühl, auf jeder Fingerspitze noch total, als ob es dran wäre. Und die Tage zu und Angelika neben mir auf dem Weg war, habe ich gemerkt, Angelika, merkst du nicht, wenn ich dir den Bauch streichle? So war es. Irgendwie war es nicht wirklich, dass ich keine Hand hatte. 4 Wochen lang bin ich im Spital, bis es verheilt war und mit den ganzen Operationen. Und ich weiss, ich hatte in jeder Woche einen Tag, wo ich dem nachgetrauert habe. Ja, wirklich, dass ein Teil von mir weg ist. Ich habe mir einen Vorwurf gemacht wegen dem, dass ich mich so verhalten habe, dass es zum Unfall gekommen ist. Ich glaube, das ist einer der schwierigsten Prozesse, die ich machen musste, dass ich mir den Fehler verziehe. Und da ist eine innere Wut, aber da ist man auch traurig und da brüllt man auch. Und das endet eigentlich dann, wenn man es akzeptiert. Wenn ein Unfall passiert oder einen schweren Schicksalsschlag hat, dann ist doch nicht der Herrgottschub für das. Also ich habe mich sicher nicht hinterfragt, ob es ihnen denn gibt es ihnen gar nicht, weil das passiert ist. Wieso hat er das zugelassen? Das hinterfrage ich mich gar nicht. Das ist für mich Firlifanz. Im Gegenteil, ich habe immer das Gefühl gehabt, er hat mich bewahrt noch vor Schlimmerem. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat die besten Schutzengel geschickt. In dem Moment, dass ich das überhaupt überlebt habe. Und die Verletzung ist eigentlich, ja, eigentlich, wenn die Schneiden gewesen wäre, wäre die akut lebensbedrohlich gewesen. Dass Zgracken den Betrieb nach dem Unfall überhaupt weiterführen können, ist für alle ein Wunder. Der Schriftzug auf dem Traktor drückt die feste Überzeugung aus. Wir vertrauen Gott. Ich staune heute, auch nach den vielen Jahren, als alles geklappt hat, ist alles zum Besten gegangen. Hat nicht nur mir etwas beigetragen, auch der Herrgott hat etwas beigetragen. Und jetzt sind wir sogar in 3 Generationen da und das ist etwas Wunderbares. Ich denke, das ist für einen Grossvater sehr viel. Seit 6 Generationen bewirtschaftet die Familie Zgracken den Bielenhof im Urnerland. Ich
bin sehr stolz auf einen möglichen Nachfolger. Ich habe drei Buben und einer hat den Weg gewählt, also wird Landwirt werden. Und er hat jetzt die Prüfung gehabt. Ich bin sehr stolz auf den Abschluss, den er gemacht hat. Das ist das höchste der Gefühle, wenn man wahrscheinlich den Betrieb so hat können führen, dass man dann der nächsten Generation funktionell weitergeben kann. Als ich klein war, bin ich immer etwa schon am Tati hinten nachgelaufen und habe geholfen, wo gegangen ist. Und oder auch Aufträge? Ja, Aufträge und die können machen und nachher später auf die Maschinen laufen. Und dann bekommt man Freude. Da kann man sich vorstellen, später einmal nach der Weiterbildung den Betrieb zu übernehmen. Mit dem hier zusammen. Als Team, hä? Ja, genau. Das ist das Privileg der Schweizer Bauern. Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe sind die Familienbetriebe. Und da wird die Natur und die Lebensgrundlagen nicht ausgebietet. Wir haben den Boden nur von unseren Enkelkindern verlehnt. Und wenn man sich das einmal durch den Kopf lässt, was das heisst, dann will ich doch wirklich Sorge tragen zu dem und das euch versuchen, in die nächste Hand weiterzugeben. Die Krakens haben Erfolg mit ihrer Dexter Rinderzucht und gewinnen jährlich Preise an den Swiss Open Wettkämpfen. Dass wir die letzten Jahre die ganzen Titel gewonnen haben, hat sicher mit der Erfahrung etwas zu tun, die der Vater mitgebracht hat. Und das mag ich mir nicht anmassen, dass ich das euch schon habe. Obwohl ich jetzt eigentlich den Entscheid dann schon fällen. Aber da versuche ich immer noch, die alte Erfahrung vom Vater natürlich einzuholen, als zweite Meinung. Das sind dann wichtige Entscheidungen, die man dort fällen, wenn es dann um Zuchtstiere geht. Er hat immer zuerst so, gegen einen. Das ist ja nicht vorne, zu euch immer auf der Seite, dann geht's. Wenn ich Berufskollegen sehe, mit Tieren arbeiten, an denen sind einfach die Hände im Weg. Mit dem Rindvieh hat man über den Körper kommunizieren. Wenn man das versteht, kann man sich vorstellen, was das Tier denken und was es der nächste Schritt wird machen. Für das Tier ist es ungewohnt, eigentlich, wenn man den davon herumfuchtelt. Das macht es dann eher nervös, es weiss gar nicht, was man will. Der Arzt hat mir auch schon angeleitet, als der greife an, hat den Anschluss verloren. Es war wirklich überfordert, das Tier total. Und dann hat niemand mich angetraut. Und wir haben das irgendwie können beruhigen. Das ist der Tierarzt. Und ich sind dann dort und haben es eigentlich das Letzte können so ja Henker einladen. Ohne anzulängen, eigentlich nur über Körperkommunikation. Damit Wissi die Maschinen auf dem Hof weiter bedienen kann, sind sie speziell für ihn angepasst worden. Wenn man genug lang dran ist und hartnäckig ist und wir hier in unseren Bergen sind vielleicht ein bisschen stärker hinterher und dann, das kommt dann vielleicht in so einem Moment, hat das vielleicht auch zu gut kommen. Wir erfahren eigentlich, wie hart das Natur kann sein kann. Und ja, die Schöpfung ist nicht nur immer rosa-rot. Wenn die Sonne scheint, ist das schon, aber wenn das Gewitter ankommt, dann ja, kann das böse sein. Das würde einen vielleicht auch ein bisschen prägen.